Ahoi, ihr Lieben, weiter geht es mit Stray. Wir haben ja das letzte Mal unsere Clementinchen zurückgelassen und sind jetzt gerade in der U-Bahn, die wir reparieren sollen. Und da schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wir können auch drinnen lang gehen. Moment. Aha. Das hier sieht irgendwie so richtig aus. Folgen einfach mal dem Weg hier. Da rechts sehen wir schon. Okay, ist hier sonst noch was? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann packen wir da mal jetzt unsere Batterie rein. Jetzt geht's ab. Neko Corporation. Okay, also die U-Bahn hat Saft. Wir flitzen mal hoch. Können hier direkt dem... Wo ist denn die Fahrerkabine? Hier vorne. Yay, wir sind die erste fahrende U-Bahn, fahrende Katze jeder Welt, der Roboterwelt. Bin ich mir total gespannt, wo es hingeht. Mal schauen, wo wir landen. Wir haben das neue Kapitel erreicht, Kontrollraum. Es gab auch gerade einen Speicherstand. Können wir hier irgendwie hochspringen? Das ist so gemein als Katze. Ich sehe überhaupt gar nichts. Ich weiß gar nicht, was um mich rum passiert. Musik setzt ein. Das erste Lebenszeichen. Gehilfe 477. Okay, der ist überhaupt gar nicht verwundert darüber, dass hier ein Zug eingefahren ist. Diesen Roboter kann nichts aus der Ruhe bringen. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Es sieht so sauber aus. Es ist verdächtig ruhig. Die Roboter sehen alle gleich aus. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Fällt euch das auch auf? Die Roboter sehen alle gleich aus. Die anderen waren ja super individuell. Der heißt auch nur Gehilfe 062. Sie haben hier nur irgendwelche Nummern. Die werden doch hier unterdrückt. Wahrscheinlich von den Menschen. Gehilfe 211, ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Können wir hier unsere Katzentapschen reinmachen? Können wir? Können wir? Nein, können wir nicht. Es geht weiter nach oben. Okay. Das schauen wir uns... Geht das nicht nach oben hier? Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt. Irgendwie kriegt, warum geht denn das, der Schriftzug nicht nach oben? Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Ah, wir sind noch nicht oben angekommen. Okay. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dito? Hm.
Das wäre ja auch wieder zu leicht gewesen. Irgendwie fühle ich mich ausgeschlossen. Und ich finde es verdächtig, dass hier alles so sauber aussieht und so gleich aussieht. Mir hat das da unten irgendwie ehrlich gesagt besser gefallen. Ich weiß nicht, was mit euch. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigungssicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Und wie? Also scheint es ja doch noch Menschen zu geben. Okay, da komme ich nicht dran. Wir brauchen irgendwas, um da ranzukommen. Oh, hier ist eine Erinnerung. Kann es nur irgendwie nicht aktivieren? Oder ist es doch keine? Mir wird nur hier irgendwie kein... nichts angezeigt. Na gut, schauen wir mal weiter, was wir so finden. Es ist sehr ruhig. Ah, nee, okay, das ist keine Erinnerung. Hier sind auch die kleinen Bubbles. Und man kann richtig schön von hier oben auf die Slums runtergucken. Energy Drinks gibt es hier auch nicht. Hilfe 019. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich wusel mal hier überall ein bisschen rein. Und hier sind wir auch schon durch. Okay, also wir müssen da oben auf jeden Fall irgendwie weiterkommen. Okay, man muss da einfach nochmal raufgehen. Das war quasi ein bisschen zu simpel. Mach das nochmal. Die 12. So, jetzt gehen wir hier schnell rüber. Wir kommen da halt aber einfach nicht ran. Okay, wir können das aufmachen. Haben dann aber das Problem, dass wir da oben einfach nicht rankommen. Hier können wir nichts machen. Irgendwie... Ach hier, hey, 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 die Dinger. Die kennen wir doch. So, was habe ich gesucht? Genau. Irgendwas zum Größerwerden. Perfekt. Bist du schon ausgegangen? Okay. So, dann B12. Mach hier nochmal deinen Job und wir flitzen schnell rüber. Und kratzen jetzt alles kaputt. Nein, das war nicht gut genug. Ich glaube, das war nicht gut genug. Wir haben nicht kräftig genug gekratzt. Schnell, schnell. Ja, 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 ja. So. Das hat gereicht. Hams. Weiter geht's.
We are trapped. Nein, zum Glück nicht. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich es ge... ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Oh, es hört sich schon verdammt gut nach Menschen an. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos, ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen, gemeinsam. Ich werde die Erinnerungen an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Okay, wir haben eine weitere Erinnerung. Das sollte sich gerade gar nicht zu pessimistisch anhören. Oder gar nicht zu anti-Menschheit-mäßig, aber manchmal können wir sowas halt, denke ich, schon ganz gut. So, wir gucken hier mal gleich nach vorne. Beziehungsweise ich will ja noch mal runter gucken, das sieht echt krass aus. Ich möchte so gerne wissen, was draußen ist, außerhalb der Kuppel. Da ist er, der Hauptcomputer. Ja, B12, du rockst das. Dem Großrechner nach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Also es ist echt schwer zu sagen, entweder draußen ist wieder alles mega schön und die Menschen haben uns hier unten einfach zurückgelassen und vergessen. Oder die Menschen gibt es vielleicht gar nicht mehr. Oder die Menschen, die Erinnerungen, es gibt nur noch die Erinnerungen der Menschen, die in den Robotern drin sind unten. Viele Möglichkeiten. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Aber was ist, wenn uns dieses ganze System auch schützt irgendwie? Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Was ist, wenn wir hier irgendwie aufmachen und danach geht alles den Bach runter? Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Während ich jetzt nochmal was tue. Jetzt habe ich gerade so in irgendwelchen Theorien geschwelgt, dass ich jetzt gar nicht mitgekriegt habe, was wir jetzt machen sollen. Sehr gut. Ich kann hier gar nicht rennen. Hier aber wieder. Hier geht auch nichts auf. B12, was sollte ich machen? Mist.
Mit 12. Hilfe, verdammt. Ich hätte zuhören sollen. Wir müssen nochmal zurück, wir müssen nochmal fragen. Diese großen Rechenanlagen müssen eingeschaltet werden. Aber wie? Computer ABC, werde ich hier irgendwie vielleicht schlauer draus? Huch. Bin ich denn jetzt hochgesprungen? Kann ich hier hoch? Hier? Ich würde da diese Schalter gerne umlegen, aber kann ich wahrscheinlich nicht. Ich habe das Gefühl, hier kann ich irgendwie gar nichts machen. Hier vielleicht? Also hier sind ja drei so eine Computerreihen. Aha. Oho, okay. Okay, okay. Ha? Ich habe etwas herausgefunden. Ich bin eine hochtechnisierte Katze. Hier noch? Es hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendetwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Okay. Da, das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Das hört sich nach einem Plan an. Vielleicht wieder Kameras kaputt machen? Schauen wir uns das mal an. Okay, die Frage ist, was wir kaputt machen müssen. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum ich diese Kameras in Verdacht habe, weil wir sie schon mal kaputt machen konnten, aber die scheinen hier nicht das Problem zu sein.
Wir schauen uns hier einfach noch mal kurz um. Ach, B12, du könntest ein bisschen präziser sein mit deinen Angaben, was wir kaputt machen sollen. Okay, hier gibt es nichts Neues. Enjoy the world's safest city, World City 99. Was zum Henker müssen wir kaputt machen? Was ist das hier eigentlich? Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. So, naja, vielleicht dann doch diese einzelnen Terminal hier. Ah, hier ist was. Wir sind fündig geworden. Ah, okay, so jetzt kann B12 das hacken. Jams! Ey! Oh, pass auf, Kleines. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Oh oh. Oh nein, wir müssen weitermachen. Okay, dann. Schnell zu dem nächsten. Oh, wo ist hier die Klappe? Oh, verdammt. Beim anderen war da eine Klappe. Warum ist hier keine? Oh, und da sind Kameras. Okay, schnell zum anderen. Da, komm. Die Arme. Krieg dauernd Stromschläge. Pass ein bisschen auf dich auf. Ah, okay. Ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Alles klar. So, dann hüpfen wir hier schnell rauf. Hier muss das Ding auch irgendwo sein. Ah, ist dahinter versteckt. Aha. Komm, one last time. Nice. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Oh nein! Ist schon gut, das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation, wir können den Alarm ausschalten. Na, dann komm mal mit, B12. Halt hier hinten. Das war's. Wir sind in Sicherheit.
Hör zu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Oh nein. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Weil ich weiß auch gar nicht, ob es das wert ist, dass man das alles opfert. Clementine, B12, wer weiß, was bei der ganzen Sache rauskommt. Und außerdem könnten wir ja doch auch hier einfach zusammen so eine glückliche Roboter-Katzen-WG aufmachen. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Nee, das finde ich total... Nee, finde ich nicht gut. Ich dachte, ich müsste die Erinnerungen der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Nein, ich will das nicht. Das wird mir viel zu traurig. Du warst mein Freund, das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Nein, ich will das nicht. Komm, wir lassen das einfach. Nein. Oh nö, ich finde das total uncool. Nee. Zirks können UV-Strahlen überhaupt nicht ab. Es gibt schon mal sowas wie einen Himmel. Es ist nicht alles total dystopisch und kaputt. Das ist nicht gut. Es geht immer noch weiter auf. Ist aber auch echt total krass, wie eingebunkert das hier ist, oder? Wirklich total eingekesselt. Was? Und
hinten ist jetzt alles in komplettes Sonnenlicht getaucht. Ich wüsste jetzt gerne, was die Roboter denken. Und irgendwie müssen wir ja immer noch hier rauskommen. Ich will irgendwie, ach man, das mit B12 finde ich echt richtig traurig. Das ist echt total blöd. Ich frage mich gerade. Frag mich gerade, was jetzt kommt. Mal schauen, ob die jetzt hier immer noch einfach so weitermachen. Hey, habt ihr den Schuss schon gehört? Ist jetzt hier offen? Ja, okay. City open. Was für krasse Türen, oder? Das ist mal echt ein Bunker. Und hier geht's nach oben zur Außenwelt. Hier sind Pflanzen. Und Vögel. Oh, wie schön, Sonne. Ist das jetzt das Letzte, was wir von unserer Katze sehen? Errungenschaft freigeschaltet, Augenöffner. Das war's mit Stray. Ja. das Spiel hat mir auf jeden Fall super gut gefallen. War echt schön. Das Ende ist natürlich wirklich traurig, dass wir B12 nicht mit in die Außenwelt nehmen konnten, dass sie das nicht gesehen hat, dass wir unsere Clementinchen zurücklassen mussten. Irgendwie wäre es cool gewesen, wenn es noch so auch die Verbindung gegeben hätte, was jetzt mit den Robotern passiert. Also ob die jetzt rausgehen, also unten sind ja auch die Überwachungsroboter von der Neko Corporation irgendwie ausgefallen. Wo ich mich gerade frage, ob das Sinn macht. Also ich meine, klar, die Zirks, die konnten kein Licht ab, das hat man ja bei der Waffe war das ja schon so. Genau. Aber dieser Schritt mit den Robotern und der Außenwelt, das wäre sozusagen auch noch nice gewesen, wäre dann aber natürlich auch noch viel länger geworden. Genau. Was mit den Menschen jetzt so an sich geworden ist, weiß man auch nicht, wurde auch nicht beantwortet. Das wäre auch irgendwie geil gewesen, wenn da noch die Antwort gekommen wäre. Und ja, naja, so an sich. Genau, also hatte ich mich dann auch generell gefragt, okay, ist die Außenwelt quasi wirklich das, wo wir gestartet sind als Katze? Also, oder gab es da sozusagen noch eine Ebene höher, in Anführungszeichen, ne? Also wo vielleicht die Menschen sind oder irgendwas. Aber im Prinzip war es wirklich so, dass wir da runtergefallen sind, waren unten in den Slums und haben dann einfach den Weg nur wieder aufgemacht zu der Außenwelt. Und ja, wir als Katze werden bestimmt unsere Katzenbuddies wiederfinden und dann so aus Katzensicht technisch gesehen ein glückliches Leben führen. Aber ja. Ja, aber cooles Game, sehr schönes Design auf jeden Fall, sehr schöne Details drin. Regt ein bisschen zum Nachdenken an und ich bin sehr froh, dass ich es gezockt habe. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann schaut doch auch in andere Spiele rein und
Demnächst wird auch der Discord-Server auf on gehen. Da sitze ich gerade dran und muss noch ein bisschen ausbauen, aber steht auch bald. Ja, ansonsten schreib du mir doch auch nochmal, wie es dir gefallen hat, das Spiel. Und ansonsten hau rein. Lass es dir gut gehen. Ciao.